Hallo Leute, herzlich willkommen zu meinem Kanal. Heute ist der 7.7.2020. Heute war Sonja da. Der Pickel ist ausgedrückt endlich. Aber total rot, sieht aus, als würde mir ein zweiter Kopf wachsen. Aber das tut es nicht. Und hier habe ich auch einen Pickel. Aber der wird schon wieder weniger. Der ist noch nicht richtig heraus. Der zieht sich immer wieder zurück und wird mehr und weniger. Also, fette Haare habe ich auch. Also, so richtig unsauber und wie ein Köter sehe ich aus. Aber ja. Heute war Sonja da. Wir waren in St. Pölten. Auf dem Kaffee und ein bisschen shoppen. Es war sehr schön, es war heute nicht so heiß. Ich war am Vormittag bei Christoph, habe auch angesprochen, dass ich mich beim letzten Mal nicht so wohl gefühlt habe und dass ich mehr Feedback und so brauche und mehr Rückmeldungen oder Ideen. Und mit Sonja war es heute recht schön. Wie gesagt, ich habe mir zwei Paar Ohrringe gekauft und eine Fußkette mit einem kleinen Baum. Ich mag das Symbol des Baumes gern, weil das irgendwie so die Familie und die Verwurzelung symbolisiert und mir gut gefällt. Ich bin schon sehr müde, deswegen bringe ich das Auge fast nicht auf. Sonst gibt's nicht viel Neues. Es ist 20:15 Uhr. Ich lieg schon gut eine Stunde im Bett. Habe aber vorher ein Video geguckt und habe mich erst jetzt dran gemacht, ein Video zu drehen. Und sonst gibt's eigentlich nicht viel. Morgen kommt wieder Claudia. Übermorgen wieder Sonja. Und ich freue mich auf beide. Es ist nichts Bestimmtes geplant, aber was sich ergibt, ergibt sich und man wird sehen. Und ja, ich habe erst 3 Minuten. Bei Christoph bin ich nächste Woche Donnerstag wieder am Nachmittag, da muss ich um 17 Uhr dort sein. Also werde ich um 16:15 Uhr abgeholt. Also wird Sonja von 11 bis 16:15 Uhr da bleiben und dann nach Hause fahren, wenn ich abgeholt werde. Und ja. Aber das ging leider nicht anders, weil kein Termin mehr frei war und ich schon nächste Woche wieder hin wollte. Und er hat mich gefragt, ob ich vom Nachmittags auch Zeit habe. Und da habe ich halt dann Donnerstag gesagt, weil am Mittwoch und Montag kommt die Volkshilfe. Samstag hat er nicht offen. Und Samstag, Sonntag. Und dazwischen kommt Claudia und der wollte ich, weil wir gestern einen Tag gestrichen haben, nicht noch mehr Tage wegnehmen.
Sonst. Fällt mir jetzt eigentlich nichts ein. Ich wollte Kerstin heute Abend noch schreiben. Ich weiß nicht, ob ich es noch mache, weil es schon nach 20:15 Uhr ist, aber vielleicht kurz, dass das mit den Visualisierungsübungen teilweise ganz gut hinhaut. Aber wir hatten jetzt Vollmond und ich habe die letzten 2 Tage kaum geschlafen. Und morgen muss ich auch aufstehen, weil die Volkshilfe kommt. Um 9. Also um 9 muss ich aufstehen, um 10 kommt die Volkshilfe. Und das ist jetzt der dritte Tag in Folge, dass ich um 9 aufstehe. Aber ja, was sein muss, muss sein und ich kann es sowieso nicht ändern und meine Haare gehören gewaschen. Ich bin zwar so sauber, weil ich mich gewaschen habe, aber die Haare gehören gewaschen. Und ich werde jetzt noch circa einen Monat mit dem Ansatz leben und in einem Monat, also Anfang nächstes Monat, nachfärben. Aber bis dahin ist der Ansatz hier. Fällt mir zwar irrsinnig schwer, weil der Ansatz ist jetzt schon so auffällig ist, aber ich kann nicht jetzt schon nachfärben, weil mir die Haare extrem ausgehen und ich sonst keine Haare mehr habe. Wenn jedes Mal nach den Duschen durchkämmen, verliere ich so an die 100 bis 200 Haare. Das hört sich nicht viel an bei der Anzahl, die mir auf den Kopf haben, aber jedes Mal duschen und durchfrisieren, verliere ich so 200 Haare und das jeden zweiten Tag. Irgendwann habe ich keine Haare mehr im Kopf. Und ich weiß, dass man täglich bis zu 100 Haare verliert, aber, und dass das ganz normal ist und dass die eh nachwachsen, aber meine Haare kommen mit dem Wachsen nicht mit, so wie ich sie verliere. Die sind mittlerweile auch viel dünner, strähnig, schnell fett und einfach kraftlos durchs Färben. Und ich glaube schon, dass es durchs Färben ist. Meine Friseurin hat mir gesagt, sie benutzt das nächste Mal weniger Prozent Wasserstoff, weil das die Haare ein bisschen schont. Und dann muss ich sowieso großflächig färben, weil der Ansatz dann hier ist. Aber einen Monat muss ich noch aushalten. Oder besser gesagt, wenn heute der 7. ist. Und der Monat hat 31 Tage noch. Dreiundzwanzig, vierundzwanzig Tage, wenn ich richtig gerechnet habe. Und dann kann ich nachfärben. Und wenn ich dann wieder so viele Haare verliere, dann muss ich mir was anderes überlegen. Weil ich will nicht irgendwann mit kreisrundem Haarausfall da sitzen. Und ich habe wirklich Stellen am Kopf, die haarlos sind. Zwar teilweise von den Kopfhörern, aber wo ich so richtig Nester habe, wo Babyhaare sind. So kurze Stummelchen. Und gerade da, wo der Wirbel ist, wo der Scheitel fällt,
sind weniger Haare. Und das fällt halt extrem auf. Und ich will nicht irgendwann glatzig sein oder so. Aber Nachfärben ist halt doch irgendwann wichtig, weil es dann so ungepflegt aussieht. Aber naja, mal gucken. Das war dann alles für heute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend oder Tag, wann immer ihr das Video seht. Ciao, eure Ines. Bis zum nächsten Mal.